Die Laco Atacama 2 hat mich jetzt fast ein Jahr begleitet. Die war in Griechenland mit dabei, bei Survival Trainings, bei Ausflügen. Und wenn du wissen willst, was diese Uhr kann, wo die Vor- und Nachteile liegen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ja, da ist sie nun. Das Teil hat sie ja immer wieder bei mir auf Instagram und dann natürlich auch hier am Kanal hat man die immer wieder gesehen. Und ich will ganz einfach mit dir über diese Uhr jetzt sprechen. Die Uhr hat mir die Firma Laco geliehen, das heißt, die geht jetzt wieder zurück. Und das war sozusagen ein Muster zum Anschauen. Und da ich so viele Uhren besitze, brauche ich nicht doch eine. Das heißt, ich konnte die testen und da mag ich Danke dafür sagen. Ist aber keine bezahlte Werbung oder so irgendetwas, überhaupt nicht. Die haben mir die geliehen und das war großartig. Was ein ganz großer Vorteil ist und warum ich diese Uhr einfach so großartig finde, ist, dass beim Bewegen des Handgelenks die Uhr oder diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses Schraubdingsbums hier, das drückt es dann nicht in den Armrücken rein. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja auch eine Kommandouhr, so wird das genannt, dass genau das auch die Motivation ist. Denn dieses Einstellrädchen, es gibt sicher irgendjemanden, der viel gescheiter ist als ich und mir beschreiben kann, wie das heißt, gib mir unten einen Kommentar dazu. Das ist oben. Ja, diese verschraubte, heißt das die Lünette? Ja, so irgendwie, ich vergesse das, ich weiß ja. Die ist verschraubbar, das heißt, das ist auch wasserdicht. Ich war damit im Mittelmeer bei uns auf meeresurlaub.at, das heißt, sie war in Griechenland mit dabei. Super, die ist wirklich hundertprozentig wasserdicht. Das heißt, das ist hier oben und das drückst du dann rein, das finde ich großartig. Es ist ja auch eine Einsatzuhr und da mag ich, also das ist auch sicher ein Vorteil, ja? Handfreiheit, super. Das sieht man auch anhand der Struktur des Gehäuses, wie das Ganze angeordnet ist, ist einfach so nach oben, super, pipi fein, großartig, merkst du auch nicht. Das Band ist ein Kautschukband, auch das ist sehr angenehm, obwohl ich die eigentlich nicht so gern mag, habe ich mich jetzt durch diese Uhr dran gewohnt. Ich habe ja auch eine Apple Watch 2, die man auch immer wieder sieht, da habe ich jetzt auch dieses Taucherband, dieses Kautschukband, ich habe mich dran gewöhnt. Ja. Man schwitzt dann zwar auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich das auch ganz locker abwaschen. Ich verwende eigentlich gern diese NATO-Bänder, aber wenn die nass werden, dann musst du mal trocknen lassen und da magst du. Und die Sache ist erledigt. Das Ganze ist eine Automatikuhr, das bedeutet, die wird niemals aus. Das ist das Schöne. Datumsanzeige hast du hier unten. Ich will da jetzt gar nicht so wie die ganzen Uhren-YouTuber da jetzt genau Aufnahmen mit Bipi-Fein. Die Uhr ist einfach schön, wenn du sie schön findest. Und sie ist total hässlich, wenn du sie hässlich findest. Es ist alles großartig verarbeitet. Es gibt nichts, was irgendwie unangenehm wäre. Ich meine, schaust du an. Ich gebe dir den Link auf Laco. Oder wenn du bei Amazon kaufen willst, gebe ich da auch den Link dazu. Und da wirst du sehen, es ist alles super. Ja? Made in Germany. Hat halt seinen Preis. Und da du halt eine hochwertige Uhr, da erwartet man das Ganze. Wassereintritt 0, Schweiß 0, gar nichts. Ja, was man bei billigen Uhren ja immer wieder mal hat, also das kannst du alles vergessen. Es gibt aber, weil es ist ja auch eine Einsatzuhr, einen Nachteil. Und den hast du vielleicht jetzt schon gemerkt, am Uhrenboden, da ist das eigentlich egal, weil eh die Hand davor ist. Aber auch hier, da, das merkt man. Das heißt, das ist ein Vor- und Nachteil. Für mich als Survivalisten kann ich damit, wenn da drüben Rettungskräfte wären und auch dort zufälligerweise die Sonne steht, weil wenn die Rettungskräfte da hinten sind und die Sonne im Süden steht, es geht sie dann nicht aus. Aber könnte ich jetzt hier Signale abgeben. Ja? Und die macht auch richtig fette Signale. Ich konnte das, wie gesagt, in Griechenland in der Sonne ausprobieren. Also das ist großartig. Hat aber natürlich, wenn ich bin nicht, das bin ich nicht und ich und Militär, aber für Militärpersonen, glaube ich, ist das nicht so toll. Das heißt, da müsste man das abtarnen, mutmaße ich jetzt. Aber vielleicht weiß da irgendjemand Bescheid, schreibt mir gerne einen Kommentar dazu. Was ich ganz großartig finde, ist das hier, oder ist das die Lünette? Ja, der eine ist halt ein, der kennt sich nicht aus. Ne? Aber ich weiß, dass das eigentlich für Taucheruhren und so Zeug, aber ich verwende das aus einem ganz anderen Grund. Und zwar bei den Survival Trainings haben die Teilnehmer immer Aufgaben und sage, okay, wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, 15 Minuten Zeit, das passe ich natürlich an. Wenn wir Feuer machen, jetzt sagen, okay, du hast 15 Minuten Zeit. Wenn es komplett trocken ist, haben die Leute 5 Minuten Zeit. Ne? Wenn es sehr feucht ist, sage ich auch einmal 20 Minuten und dann gehe ich her und sage, ja, ich stelle mir entweder dieses Dreieck hier auf die Uhrzeit, also auf den Minutenzeiger, der hier orange ist, ist auch praktisch, weil da hast du im Endeffekt immer diese Minuten im Laufen, oder ich gehe her und sage, ja, ich weiß, ich gebe denen 15 Minuten jetzt Zeit, stelle hier auf 15 und wenn dann der Zeiger auf dem Dreieck ist, sage ich, Zeit ist um. Also um eben Zeit zu messen, weil man kriegt besonders auch, wenn man jetzt marschiert oder wenn man Aufgaben erfüllt,
man merkt sich das nicht. Ja? Und dann waren es jetzt 25 oder war es jetzt 23, wo wir angefangen haben, und waren es jetzt 15 Minuten oder waren es 12 Minuten? Also ich übertreibe das natürlich, das müsstest du da immer aufschreiben, das kannst du mit dieser Uhr fixieren. Ich bin mir sicher, dass es da viele andere Möglichkeiten auch noch gibt, aber sei es drum. Dann, die hat natürlich einen Sekundenzeiger, das ist auch ganz klar. Die Krone. Halt, ich hab's gehört. Die Lünette ist das. Und das ist die Krone, oder? Eine schraubbare Krone. Ja, cool. Auf jeden Fall, die kann man aufmachen. Du kannst einstellen. Du kannst wirklich sehr schön einstellen und der Sekundenzeiger bleibt auch stehen. Ne? Ich habe auch Uhren, da läuft dieser, ich glaube, das war eine Seiko, nein, eine Citizen, bei einer Citizen, da läuft der Sekundenzeiger einfach weiter und das finde ich irgendwie, Automatikuhr, finde ich irgendwie nicht so toll. Aber hier lässt sich das wirklich schön einstellen und die Gangreserve und solche Dinge, ich sag da jetzt was. Wenn du die hinlegst, ich weiß es nicht, ja, schaust dir an, was die technischen Daten sind. Wenn du die am Abend, ich habe die Uhr immer oben, ja, auch in der Nacht, aber wenn man sie ablegt, am Tag ist überhaupt kein Thema und du nimmst sie wieder, auch in der Nacht, wenn ich sie wirklich mal runtergeben muss, die läuft am nächsten Tag noch weiter. Also das finde ich super. Auch das Leucht, das es macht, also mir ist das sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, welches Material das jetzt konkrete ist. Ja? Auch da schaut er die technischen Daten an, das leuchtet extrem lang nach. Die leuchtet die ganze Nacht. Zwar nicht in der Intensität, wenn man jetzt kurz mal drauf leuchtet, ist es ja absolut Wahnsinn, aber sie leuchtet nach. Das heißt, auch wenn es 5 Uhr in der Früh ist und die Sonne noch nicht heraus ist, du kannst, weil sich ja das Auge auch dran gewohnt hat, noch immer ablesen, also die ganze Nacht, eine Nacht ablesen, in der Dunkelheit ist kein Problem. Bedenke aber auch, dass sie sehr stark leuchtet, besonders am Anfang, und weil eben wieder Militärpersonen und so etwas, Kommandouhr oder wie auch immer man das nennen mag, ich könnte mir vorstellen, dass das unangenehm ist, wenn alles komplett dunkel ist und man marschiert da unten und die Uhr leuchtet wie verrückt. Ja. Also das ist sozusagen der Nachteil dabei, mutmaße ich, ohne das jetzt zu wissen. Wenn du dich da besser auskennst, schreib mir bitte gerne einen Kommentar. Die Uhr ist einfach super. Und wenn sie dir gefällt und du eine Automatikuhr haben willst mit einem hohen Tragekomfort, die aber auch was hermacht, weil das Ding, das sieht man, dass man eine Uhr hat, ja, dann kann ich sie dir empfehlen. Ob es dir gefällt oder nicht, kann ich da nicht sagen. Ich habe einige andere Lackuhren, teilweise auch schon seit ein paar Jahren, die, wie gesagt, fast ein Jahr. Und es war noch nie irgendein richtiges Problem oder irgendetwas, wo ich sage, das ist kaputt worden oder so. Und ich könnte mir vorstellen, so wie ich die Kommunikation mit der Firma einschätze, dass wenn da etwas kaputt geht, dass die bemüht sind, das auch wieder zu reparieren, weil es ja nicht aus Asien kommt, sondern made in Germany. Genau. Das war's. Ich gebe da den Link auf Amazon, wenn du dort lieber kaufst, aber wenn es dir wurscht ist, dann kaufst direkt beim Hersteller, dann haben die auch direkt etwas davon. Ich kriege dafür nichts, ja, möchte ich auch gleich hinzufügen, also mir ist die Uhr zur Verfügung gestellt worden. Ich gebe sie schweren Herzens wieder zurück, ich schicke sie jetzt wieder zurück zu Laco nach Deutschland und schreib mir gerne einen Kommentar, was du davon hältst, sowieso und überhaupt, dein René Rossmann und ciao, ciao.